Hallo und herzlich willkommen bei Arena Inside TV. Niemand kombiniert spektakuläre Akrobatik und fantastische Kostüme so wie das Cirque du Soleil. Heute Abend ist der kanadische Zirkus hier zu Gast in der Hamburger O2-Welt und ich werde für euch einen Blick in die Showarena werfen. Eigentlich gefällt mir das Gesamtpaket, besonders die Artistik vom Himmel. Mir hat es auch sehr gut gefallen, vor allem die Akrobaten waren sehr gut. Die schnellen Dinge wie Seilspringen und sowas, was man ja auch selber schon mal ausprobiert hat. Und wenn die dann sowas Gigantisches machen, schon sehr beeindruckend, ja. Trapeznummer finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Also es ist wirklich schön gemacht und ja, ich habe ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Es ist immer poetisch. Es sind unglaubliche Leute. Es sind einfach die besten Artisten dieser Welt, nach wie vor, schon seit Jahrzehnten. Und es ist einfach eine gute Kombination zwischen Theater und Akrobatik und Verzauberung. Also es ist schon ein schönes Programm. So ein schöner Zirkus, und da habe ich durch Zufall gesehen, dass der halt in Hamburg ist und dachte, hey, schnell noch ein paar Karten kriegen. Ich hatte irgendwie nur noch 2 Wochen vorher das dann gerade noch so erwischt und gute Plätze bekommen und freue mich sehr, dass das dann heute geklappt hat. Was ein spektakulärer Abend. Die Akrobaten des Cirque du Soleil wissen auf jeden Fall, wie man sein Publikum verzaubert und begeistert. Dem tobenden Applaus zufolge hat es den Zuschauern auf jeden Fall gefallen. Mir auch. Ich verabschiede mich hiermit von euch. Bis bald.